Servus, ich heiße nicht nur Patrick, sondern euch auch herzlich willkommen zu meiner Prognose für die 30. Saison der DEL. Endlich geht es wieder los und deshalb lass uns direkt mal loslegen. Die Top 4 für das Ende der Hauptrunde sieht folgendermaßen aus. Platz 4, die Eisbären Berlin. Ich denke, die haben sich auf jeden Fall wieder gefangen. Das letzte Saison war einfach nur ein Ausrutscher, von daher, die werden wieder oben mit angreifen. Platz 3, München. Ich glaube, die werden ein bisschen nachlassen, auch nicht zu sehr. Wie gesagt, die haben jetzt auch wieder einen neuen Trainer nach Jahren. Kommen auch wieder rein, aber ich glaube, es wird von der Form her ein bisschen abnehmen. Auf dem zweiten Platz werden die Adler Mannheim landen. Und auf dem ersten Platz, und dazu sage ich später noch mal ein bisschen mehr, der ERC Ingolstadt. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wird es das verflixte Jahr wie bei Bietigheim, in dem Fall für Frankfurt? Ich glaube aus meiner Sicht eher nicht. Frankfurt wird drin bleiben. Wie gesagt, falls es einen Aufsteiger geben sollte, dann wird es höchstwahrscheinlich wirklich Schwenningen oder, meiner Vermutung nach ein bisschen stärker betroffen, Augsburg treffen. Auch wenn ich die Eisbären diese Saison wieder oben mitmischen sehe, betrachte ich die vergangene eher als Ausrutscher. Bedeutet, sie werden diese Saison wieder normal spielen. In dem Fall wäre es keine große Überraschung. Auch wenn sie letzte Saison wirklich grottenschlecht waren. Also kann man sagen, wie man möchte. Sie haben mich zwar noch gerettet, aber es war einfach grottenschlecht. Ist einfach so. Die größte Überraschung für mich werden diese Saison die Iserlohn Roosters werden. Denn sie werden mindestens die Pre-Playoffs erreichen. Und wohin der Weg danach noch führt, sei mal dahingestellt. Aber Pre-Playoffs definitiv. Wenn sie Glück haben, kommen sie noch ins Viertelfinale. Fragt mich nicht warum, aber ich habe echt kein gutes Gefühl bei den Grizzlies. Also jetzt nicht, dass sie im Keller mitspielen werden oder so. Aber sie werden auf jeden Fall schlechter performen als in den vergangenen Jahren. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. In dem Fall ist es echt einfach nur so ein Gefühl. Irgendwie so, irgendwas wird da im Magen sein. Irgendwas wird da nicht ganz passen, dass sie wirklich stark unterperformen. Die zwei Hot Takes werden als erstes Mal, Bremerhaven schafft es das erste Mal seit dem Aufstieg 2016 wieder in ein Halbfinale der DEL. Und zweiter Hot Take, Ingolstadt wird die beste Saison der Clubgeschichte spielen. Und wer weiß, vielleicht werden sie sich am Ende auch mit der Trophäe belohnen. Aber das sehen wir dann erst im Frühjahr. Das war auf jeden Fall meine Prognose für die 30. Saison der DEL. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wo wir einer Meinung sind oder bei Punkten, wo ihr mir auch nicht zustimmt. Wird es definitiv geben, wie gesagt, da gehen die Meinungen immer auseinander. Und von daher, gebt dem Video hier gerne mal einen Daumen nach oben, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao!